Ja, was ich im Rahmen dieses Seminars auch ansprechen möchte, ist das Thema rückgedeckte Unterstützungskasse oder pauschalodierte Unterstützungskasse für Geschäftsführer oder für Vorstände. Das ist ein Thema, das wir in letzter Zeit immer öfter bekommen. Es rufen immer mehr an, die sagen, ja, wir sind zwei Vorstände, ja, ich bin ein Geschäftsführer, können wir pauschalodierte Unterstützungskasse machen oder Partner reichen ihm die Anfragen ein. Meistens wird es auch begleitet mit der Frage, können Sie mal die Unterschiede darstellen oder wieso oder warum ist das besser oder kann man das mal vergleichen? Ich meine, wenn einzelne Gesellschafter, Geschäftsführer nach pauschalodierter Unterstützungskasse fragen, liegt oft schon mal der Verdacht nahe, dass sie das System gar nicht verstanden haben, weil so ein System, das ja im Kern ein kollektives System ist, das trägt sie natürlich durch eine größere Anzahl, auch wenn es nur 5 oder 10 sind, das trägt sie vor allem durch Mitarbeiter. Je größer, je jünger im Zweifel, desto interessanter ist das System. Aber man kann es natürlich auch machen für zwei Vorstände, für einen Geschäftsführer, für drei Geschäftsführer, wenn man zum Beispiel keine Rentenzusagen macht, sondern Kapitalzusagen, zu denen müsste man eigentlich in so einem Fall raten. Wenn man jetzt das vergleichen soll, muss man sagen, das Ganze sind zwei so diametral unterschiedliche Systeme, die kann man fast gar nicht vergleichen. Die sind so unterschiedlich, sind eigentlich zwei Welten. Trotzdem, wenn man es zu vergleichen versucht, das eine ist einmal rein die Kapitalanlage. Bei der Versicherung, da lege ich im Wesentlichen an in klassischen Rentenprodukten. Gerade bei der rückgedeckten Unterstützungskasse funktionieren auch keine Fonds oder Aktienlösungen. Da lege ich klassisch an. Klassisch heißt, Rentenprodukte, Staatspapiere, aus meiner persönlichen Sicht steht hier das Risiko zum Zins in keinerlei Verhältnis. Im anderen Fall lege ich in einer ganz anderen Welt an. Ich lege an in Aktien, in Immobilien, im eigenen Unternehmen, in Gold, in Silber, in einer professionellen Vermögensverwaltung. Ich lege breitstreut an, ich lege in Sachwerten, ich lege in Realwerten an. Also eine ganz andere Welt. Der zweite Punkt ist natürlich das Thema Liquiditätsreserve. Bei der pauschalodierten Unterstützungskasse komme ich jederzeit an mein Geld wieder ran. Ich brauche meine Assets verkaufen und komme an das Geld ran. Das ist eine Betriebswirtschaft von einem ungeheuerlichen, eminenten Vorteil, wenn man sich mal da in der Vergangenheit unterschiedliche Unternehmen anschaut, die denen schon wirklich geholfen hat. Im Fall der Versicherung, da komme ich an das Geld nie mehr ran. Das ist nicht rückholbar, stornierbar, beleihbar. An das komme ich im Prinzip nicht ran. Ja, wie könnte es sonst noch vergleichen? Haftung. Sage ich einen Mitarbeiter im Vorstand, einem Geschäftsführer in der pauschalodierten Unterstützungskasse 2,5% Zins zu, muss ich den dann auch erwirtschaften. Das ist ein Nachteil. Was heißt Nachteil? Es ist einfach eine Anforderung. Wenn es ein Unternehmer ist, der sich das nicht langfristig zutraut, und es ist fürwahr leicht, wenn ich anfangs vielleicht Kontokorrent, Darlehen etc. zurückzahle und dann das breitstreut anlege, dann ist er auch dafür der schlechte Kunde, wenn er sich, der falsche Kunde, wenn er sich nicht vorstellen kann, hier 2,5% zu erwirtschaften. Im anderen Fall sagt die Versicherung natürlich eine Garantie, 1,75%, nicht auf 100%, sondern nur auf einen Betrag X, in der Regel so 65, 70%, was der Kapitalanteil, was der Sparanteil ist, garantiert den Zins. Schaut mal den 89 VAG, ich habe hier schon Verschiedenes dazu gesagt, übrigens auch bei YouTube gibt es dazu Beiträge zum 89 VAG, dann muss die Versicherung die Garantie nicht unbedingt halten. Also auch da gibt es Schlupflöcher. Wir können jetzt auch weiterschauen, Insolvenzschutz, den muss ich hier wie da zivilrechtlich herstellen. Ich muss immer Verpfändungslösung, muss immer was Zivilrechtliches finden. Also im Kern sind es zwei ganz unterschiedliche Systeme, wo im Zweifel auch zwei Welten aufeinandertreffen. Versicherungsfreunde und weniger Versicherungsfreunde, Versicherungsgläubige und weniger Gläubige. Und das sind einfach zwei diametrale Welten, die oft auf ganz zwei unterschiedliche Unternehmertruppen stoßen.